Einmischung in Indien heißt für mich, die Rechte von Frauen zu stärken, die in einer sehr konservativen Gesellschaft leben. Das heißt auch, die Minderheitengruppen, Minderheiten ethnischer Art, religiöser Art, auch Minderheiten sexueller Orientierung, zu stärken, darin ihre eigene Stimme zu finden und ihre Rechte wahrzunehmen. Und es heißt, für alle von uns einen Beitrag dazu zu leisten, dass Indien eine sozial gerechte und ökologisch nachhaltigen Entwicklungsweg nimmt.